Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Und fallt nicht so wie ein Scheiße, wie ich es tue. Und ja, ich hoffe, ich kann euch den Abend oder den Tag mit diesem Part ein wenig versüßen. Ja, das war eigentlich meine Ansprache. Und ich habe, wie dir mal gefällt, diesen verfurzten Typen da zu bumsen. Stirbt er, wenn er ins Wasser fällt? Nein. Gut. Beziehungsweise nicht sehr gut. Ich kann die eigentlich auch getrost ignorieren und scheißen gehen und einfach hier rüber gehen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Und ja. So, es hat sich herausgestellt, dass der Typ, der im letzten Part angerufen hat, mit dem Essen geht. Das war der gute Fabian. Oh nein. Der auch schon in einem Let's Play von mir dabei war. Und zwar dem Minecraft Jump and Run Zeugs. Und jetzt gehen wir heute Abend mit ein paar Kollegen essen. Geil. Scheiße, Alter. Ich glaube, das war mein dritter Telefon-Fail im letzten Part. Wer das sehen will, einfach auf den letzten Part klicken. So ist auch mal eine geile Werbung dazu. Aber was soll's. Und jetzt kriegst du endgültig aufs Maul, Alter. Du nervst mich nicht mehr mal. So. Jetzt kommen wir echt voran. So. Aber das hält mich nicht daran, denn es ist immer noch so eine Stunde entfernt, das heißt, ich habe noch Zeit für Wind Waker und ich hatte noch total Lust, Alter. Ich will jetzt eigentlich weiterspielen. Das heißt, hey, was bist du denn, Alter? Ich habe dich doch schon als Miniboss besiegt. Lol, der kackt ja diese Dinger wieder aus. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich mag das nicht, wenn du mir gut tust. Aua, aua! Zack! So! Wie sieht es denn aus? Ich hoffe, wir bekommen alsbald mal das Dungeon-Item. Item, Alter, das sag ich ewig nicht mehr mit I, aber eigentlich sagt man es ja Item. Aber ich bin jetzt, Alter. Jetzt weiß ich, warum nicht diese Dinger mal so aufgeregt haben. Genau aus diesem verfickten Grund, Alter. Weil die einfach Arschgeburten sind. So. Give me the booty, I want the booty, give me the booty. So, 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 jump, jump, jump. 3, 2, 1, let's go. Mama mia. Pass auf, bitte, dass du nicht stirbst. Holy moly, Macaroni. Bam! So. Wie geht's euch denn so? Frage ich irgendwie ganz gerne in den Part. Keine Ahnung. Ich weiß irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie cool. Ich mag das auch immer, wenn ich Videos sehe, wo man das fragt, weil es einfach... Keine Ahnung, das zeugt ja so ein bisschen davon, dass man sich auch um Leute schert. Ich finde es auch immer wichtig so, weil ich weiß, dass Leute mir zuschauen, wie es denen geht. Und wie es mir geht, sollte jetzt auch klar sein. Denn wir sind anscheinend in einem Zwischenbosskampf. Einige Scheiße, die hier kann man nicht lieben. Meine Überleitung möchte ich mal eben so anmerken. Ja. Die sind einfach wirklich. Heilige Scheiße, was bist du denn für einer? Kann man dich. Ah, okay. Ich hab schon raus, wenn ich sehe. Man kann dich mit einfach mit dem Blatt. Bam! Vom Himmel runterholen. Aha, halt runterholen gesagt. Und dann dir fett einen rüberlunzen. Lol, er hat noch einen Flügel. Bam! Und jetzt ist er nur noch ein normaler Gegner und der ist so easy zu bekämpfen, ne? Würde dann nicht diese scheiß anderen Viecher sein, wäre der jetzt auch schon tot. Ey, wo ist Alter? Fast hätte ich nicht gewonnen. Jetzt stirb endlich mal. Bam, besiegt. Aber nice. Schneller als gedacht. Und er droppt tatsächlich einmal den Weg zum wunderbaren Dungeon-Item. Ja, ja, ja. Und einen coolen Ball, wo er ordentlich was gedroppt hat. Unter anderem auch so eine Feder. Wie viele haben wir davon eigentlich jetzt schon? L4 von und 4 von diesen Goldfedern. Okay, wir sollten auf jeden Fall immer mal gucken, dass wir die sammeln. Gut, von 11 von diesen Dingern von den... wie heißen sie gleich? Pflanzen, das ist schon mal gut zu wissen. So, und jetzt, Freunde, macht euch bereit für das Dungeon-Item aus dem verbotenen Hain! Den wunderbaren... Bam! Boomerang! Der geilste, einer der geilsten Items in Zelda. Hammergeil, dass der jetzt wirklich wieder dabei ist. Oh, wunderbar. Ein Fest-Item, was nicht kaputt gehen kann. Wie im Breath of the Wild. Das finde ich nicht so gut. Aber egal. So. Nein, ich will das Spiel jetzt nicht zu fertig machen. Aber das ist auch ein anderes Thema. Sage ich irgendwie jetzt. Ich glaube, das werde ich in jedem Zelda-Part sagen. Das ist ein anderes Thema. Bis ich irgendwann ein Video dazu gemacht habe. Nein, ich hate dieses Spiel nicht. Aber keine Ahnung. Mir fällt das immer wieder ein, wenn man das Spiel so kennt. Breath of the Wild und dann mal wieder so ein richtiges Zelda wie das hier spielt, dann ist es halt schon anders.
Wenn man mal ehrlich ist. Aber gut, so. Und guckt euch an, wie easy diese Gegner jetzt sind. Das ist einfach so wunderbar. Man kann den einfach ihre verfurzten Propeller abhauen und einfach mal ausschalten. Jungs. Jungs, es ist doch einfach Premium, Mann. Was ist denn das? Das ist doch einfach mal göttlich. Okay. Warum ich jetzt auch immer Limebacks Theme plötzlich gesummt habe? Ich finde es ein bisschen lol. Ach, lol. Guckt euch's an, Freunde. Wir brauchen das überhaupt nicht mehr. Wir können jetzt, glaube ich, mit Easigkeit einfach mal diese Dinger so zerstören. Wie easy das für uns jetzt wird. Wie easy und toll. Guckt euch's an. Und hier denkt man sich auch so, fuck, Alter. Hätte ich jetzt den wunderbaren Bumerang, könnte ich mich nicht hier so richtig geil durchhauen und einfach alles an. Wir sind runter und bam, bam, bam. Love this shit, Alter. So ein geiles Item. Ah, so schön. Auch diese Effekte in dieser HD-Version, ne? So, wie kommen wir rüber? Reicht es, mit einem Blatt hier rüber zu fliegen? Ich glaube nicht. Doch, reicht. Wie ich einfach aus... Es reicht nicht. Moment. Da möchte ich aber hin, dann komme ich wieder in den Raum zurück. Wie komme ich jetzt darüber? Das ist gerade tatsächlich ein Problem, was ich anzudeuten vermag. Ja, ich ignoriere ganz zu Recht diesen Feind, weil er ärgerlich und unnötig ist. Wie an diesen verfurzten. Ey, jetzt fick dich! Mach mal einen Abgang jetzt, Alter! Was bist du eigentlich für ein Arschgeburt? Arsch. Lull. Memel saß. Wie komme ich jetzt hier weit? Ist das der einzige Weg? Ich muss wieder auf mein Gamepad gucken, weil das Spiel ja irgendwie meint, keine Karte einzubauen. Warum auch immer, ey. So ein Arschloch. So. So, jetzt geht's nur da. Ne, da geht's auch noch rein. Und da ist auch noch eine Kiste. Damit ist... Lol, wo ist denn hier eine Kiste? Also wird es auf der Karte angezeigt. Ist da oben eine? Da oben ist sie. Wie kommen wir da hoch? Ah, sieht mal einer an. Guck mal, da kann man sich hochschwingen. Hä? Aber das wird mir nichts bringen. Oder kann Link jetzt tatsächlich... Kann Link diese Distanzen hoch? Nein. Aber, lol, warte mal. Nein, 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 das ist nicht. Falscher Button. Ich möchte ganz gerne, dass du das, Link, sei einmal cool. Oh mein Gott, kannst du einmal cool sein, Link? Bitte, nur ein einziges Mal. Kannst du nicht ein einziges Mal cool sein? Jetzt gehst du hier hoch. Link, hör auf, geh hoch. Und dann, bumm. Ah, und jetzt sieh mal ein... Oh, Link, Alter. Ey, ich flame diesen kleinen Jungen, ne? Obwohl er eigentlich gar nichts macht. Ich bin der Typ, der verkackt. So, Link. Bitte bleib hängen, lass dich fallen. I got the move, like Dragon, I got the move. Warum komme ich auf das Lied ein? Ich habe es heute nicht einmal gehört. So, jetzt komm runter. Und jetzt jump. Was ist da oben? Ist die Kiste sollte immer noch da sein. Ich glaube, das machen wir auch gerade nur für die Kiste. Wenn jetzt nur Rubine drin sind, dann kacke ich dem ins Gesicht, ob er will oder nicht. Auf jeden Fall wird es versteckt kommen. Irgendwas Cooles muss da doch drin sein. Ein Glücksamulett. Oh, schlecht. Ich mag dieses Glücksamulett, weil das so eine verdammte Lehrerin. Sollen wir für eine faule Lehrerin sollen wir so komische Glücksamulette suchen, Alter. Ich glaube, mein Piggy pfeift, Alter. So, was ist jetzt eigentlich da? Da hinten ist ja noch eine Tür. Wofür die eigentlich hin? Oder kommen wir von da? Bin ich gerade extrem dumm. Da haben wir den Bumerang her. Stummkopf. Ja, ich habe ein Kurzzeit... Nein. Kurzzeitgedächtnis. Ach so, die Dinger werden wieder aktiviert. Ich dachte kurz, wir müssten tatsächlich gegen den Boss nochmal kämpfen. Das wäre natürlich hart scheiße gewesen. So. Thank you. Danke, danke, danke. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir müssen mit dem Blatt aber darüber fliegen, denn ich sehe gerade, es ist keine andere Möglichkeit da, ansonsten irgendwie da was zu machen. Boom. Alle drei machen mal einen Abgang.
Und jetzt jump mal bitte weiter. So, und hier. Wie kommen wir da jetzt durch? Also, es wird doch klar angedeutet, dass man fliegen muss. Ich wollte gerade sagen, allein die Magiefläschchen sagen das, aber hier kommen gar keine raus. Lol, XD-HD-LP. Kannst du bitte hier alle anvisieren? Das wäre ganz lieb. Ich kann überlegen, wie wir weiterkommen. Mann, jetzt hör doch auf, da immer ranzustoßen, du Popelsohn. Popelsohn, Alter. Was sage ich eigentlich für Beleidigung heute? Ihr merkt schon, ich mache immer ein Wörtchen weg von einem Wort, das ich eigentlich nicht sagen will. Und dann sage ich es umgeändert. Eigentlich auch nicht besser. Aber was soll's. Und jetzt müssen wir das tatsächlich... Müssen wir das jetzt so fliegen? So, warte mal. Okay, es ist möglich. Vielleicht war es doch der Weg. Gut, gimme the treasure, ein Glücksamulett. Halt's doch's Maul, Alter. Warum so unnötige Sachen? So, und jetzt sieht's mal einer an, wo wir uns hier befinden. Sag mir noch einmal, das war der falsche Weg. Das war der richtige Weg. Guckt euch's an, was wir jetzt machen können. Wie ihr wisst, oder wie ihr bestimmt erwartet habt. Bam, 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 bam. Und jetzt zack. Durchgehauen. Und jetzt kommen wir da weiter. Und das Geile ist, wie im Deku Tree aus Ocarina of Time, einfach ein tiefer Jump und ins wunderbare Ziel. Ich glaube, wenn wir hier ohne den Schutz des Deku-Blattes heruntergefallen, hätte das für unsere Lebensleiste nicht gerade gut getan. Wo ich so an den Fallschaden mal wieder denke. Der hier in diesem Spiel irgendwie so gut wie gar nicht vorhanden ist. Anscheinend. Was macht das? Ich glaube, das, was ich glaube... Tatsächlich, guck mal. Wir werden hier sogar nach oben transportiert. Ach, guck mal, das geht auf Zeit. Und sobald es Zeit weg ist, hört der Windzug auf. Ah, das ist schön. Wenn man das Blatt daran macht, dann kann man einfach wieder nach oben fliegen. Das finde ich halt sehr, sehr schön tatsächlich. So, aber jetzt geht's hier erstmal weiter. Fehlen uns eigentlich noch gewisse Truhen? Ich guck mal kurz. Erdgeschoss? Nein. Da fehlt uns noch eine. Da fehlt uns auch noch eine. Gut. Kein Problem. Da gucken wir dann nachher nochmal. Außerdem, es ist ja jetzt nicht zwangsweise ein 100% Let's Play. Deswegen ich sage, okay, wenn die Truhen jetzt nicht eingesammelt werden, ist egal. Und auch die geilen Dinger kann man einfach mit dem Bumerang jetzt erledigen, was ich extrem geil finde. Zack. 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 Und down. So. I like big butts and I cannot lie. You other guys can't deny. Zack. 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 So, was haben wir hier? Da oben kann man auch noch rein, ne? Kommen wir da noch weiter? Das ist versteckt, Freunde. Was ist denn da oben? Ist da eine Tür? Okay, da ist eine Tür. Da werden wir noch hinkommen. Ich finde das immer so lustig, wie ich dann so Sachen sage. Oh, da ist eine Tür. Und ihr denkt euch, hä, woher weiß der das? Tja, Freunde. Das ist der imaginäre Vorteil der Gata auf dem wunderbaren Gamepad. Die ihr nicht habt. Es tut mir leid. Doch dafür gibt es, so viel ich weiß, keine Lösung. Wenn doch, dann bin ich ein Dummkopf. Und die Dinger respawnen. Das finde ich hart scheiße. So. Jetzt wird mir gerade wieder mitgeteilt, dass hier Truhen sind. Das sehe ich gerne. Denn Truhen sind toll, Freunde. Bevor wir das Ding von seinen Fäden abtrennen, vermag ich doch wenigstens einen Blick hier reinzuwerfen. Und den 10er-Rubin rauszuholen. Und zum Feiern, ja. Deine Tasche voll ist, Link, und du so scheiße bist, die auch nur zu leeren, dann ist es kein Grund zum Feiern. Lol, das hätte ich mir denken müssen, nicht Dummkopf. Scheiße?
Scheiße, Nintendo, doch, Nintendo hat dran gedacht. Ich dachte schon, daran denkt Nintendo doch, dass ich da auch selber reinfallen könnte. Und die Dinger wachsen noch nach. Man muss es natürlich mit dem Boomerang machen. Das ist natürlich die beste Variante. Und dann kommen wir drauf. Und ratet mal, was für ein Ding wir gleich steuern können. Ihr habt es erfasst, dieses wunderbare Ding. Zack. Vor allem möchte ich nochmal einmal diesen Weg da freispielen, weil da war auch noch eine Truhe hinter. Lol, beziehungsweise eine Tür mit einer Truhe drin. Lol, wo sind wir denn jetzt? Holy shit. Warte mal, hier könnte ein Herzteil sein. Man hat ja nie... Nee, man hat glaube ich hier in Wind Waker wegen den Schatzkarten, glaube ich, nicht überall ein Herzteil in den Tempel. Twilight Princess war es ja so, dass es in jedem... Wirklich in jedem... Lol, pass auf, Link. In jedem Dungeon zwei Herzteile gab. Mann, I'm Arsch, du Popelkind. Jetzt hör mal auf damit. Oh, die immer auch so instant töten, ne? Wenn man direkt aufsteht, hat man ja gar keine Chance zu entkommen, Alter. So. Aber hier ist es aufgrund der Schatzkarten, glaube ich, nicht so tatsächlich. Also jetzt serious nicht. Ach lol, das war meine eigene Schuld. Das war nicht die Schuld des Spiels. Bam. Sag mal, du willst mich doch mal sowas von aufregen. Mach einen fetten Abgang. So. Und auch der Bumerang ist auch gegen diese Pflanzen. Wirkt wie ein Wunder. Oh, lol. Nee, scheiß mal drauf. Da will ich jetzt rein. Ihr seht, da ist eine Truhe. Die wieder versteckt ist. Die können wir öffnen, indem wir... Denke ich mal... Moment... So, schon gut. Ich muss mal kurz nachgucken. Indem wir von oben was reinschmeißen, das kann ich euch so sagen. Ja, auch mit dem Blatt können wir das Ding betäuben, wie ihr gerade... Du lebst, ey, sag mal, wild... Geh deinen Kopf verbrennen, ohne Witz jetzt. Deine Mutter war ein Koch. Bam! Mach mal fetten Abgang jetzt. Ey, du regst mich so auf. Was willst du von mir? Willst du jetzt wieder Stress anfangen oder was? Komm mal haben, denn jetzt ist es mit dir Geschichte. Mach jetzt hier eine fette Wildattacke und da kriegst du aufs Maul und heulst wieder rum. Warum hast du mich getötet? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hättest du mal aufpassen sollen, Alter. Mir fällt gerade auf, ich hab vergessen, was hier der Boss ist. Das finde ich gerade irgendwie cool. Weil es für mich gerade wieder ein bisschen blind ist. Und guck mal hier. Wir können da reinkrabbeln. Aber wir können dann nichts durchbringen. Ja, wir müssen von oben was reinschmeißen. Friends und Francines. Gut, dass wir es wissen. Zack. Oh lol, oh lol, oh lol. Das war wieder dumm von mir. Ich dachte, es wäre eine Pflanze zum Hochspiel. Da muss ich echt mal lernen, ein bisschen geduldiger zu sein im Leben. Hatte eigentlich vorgehabt, in dem Part den Dungeon zu schaffen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mache ich das auch, dann wird der Part wieder ein bisschen länger. Ich spiele das ja immer so, wie ich es auch selber sehe. Wenn man einmal im Flow ist, dann sind die längeren Parts für einen Dungeon vor allem vielleicht gar nicht mal so übel. So, give me the plant. And now the jump. Thank you. And now check it out. Check it out, check! Chop! Eins, drei, ist nichts dabei, wenn eins liegt. Nichtsdestotrotz. Ich kenne den Text nicht, ist mir egal. Ciao. Oh, oh, oh. Ciao, ciao, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Wenn er dich anspricht und du weißt warum, sag ihn dann, le bringt die um. La, 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 la. Tradiradum, oh, oh, oh. Jetzt seht mal hier, die Kiste ist offen, oh, oh, oh. Und wenn da drin ist, was ich denke, dann bin ich froh. Aber sag der Welt nicht, warum. Es ist ein Schatzkarte. Danke dafür. Ich habe eigentlich erwartet, dass da vielleicht... Ja, vielleicht... ein Herzteil drin ist. Aber wenn das Spiel dann mir kein Herzteil geben will, ist es ja kein Problem eigentlich, ne? Dann werden wir einfach mal weitergehen und den eigentlichen Weg des Dungeons folgen. Denn der Aufwand für die Schatzkarte war mal hart krass. Deswegen hoffe ich so dolle, dass diese Schatzkarte bitte eine gute Schatzkarte ist und mich nicht verarscht und mir bitte, please, etwas Gutes gibt.
Ein Herzteil werden wir am liebsten spielen. Ich sag's nur so. Herzteile sind großartig. Nicht so großartig, dass das Ding wieder da oben ist. What the fuck? Warum kannst du nicht einfach liegen bleiben? Komm einfach mal wieder runter. So, und jetzt seht ihr. Zack, wir können einfach mal das Ding antreiben. Oh Gott. Octorok besiegt man ja, wie man aus Zelda kennt, mit dem geilen Schild. Ich find's lustig, wie die Octoroks hier eigentlich so ab den 3D-Zeldas so die Rolle der Zoras getauscht haben. Arena of Time war das ja so. Ich sag mal, 2D-Zeldas waren das ja immer die Zoras, die aus dem Wasser nach dir geschossen haben. Und jetzt sind es tatsächlich die Octoroks, wenn man die neuen 3D-Teile anschaut, weil die Zoras jetzt eine Personalität bekommen haben. Mir fällt gerade auf. Eigentlich will ich das nicht spoilern, weil viele von euch das Spiel nicht kennen. Deswegen sage ich einfach mal nichts weiter. Komm, du tust einfach mal nicht. Sondern gehe einfach mal viel härter mit diesem verdammten Schleims um. Oh, 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 oh. Nein, 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 greif mich nicht. Das sind diese Gehirnfresserarme. Die nicht ganz so creepy aussehen wie Ocarina of Time, aber trotzdem ist es ein bisschen ekelhaft. Macht mal fetten Abgang, bitte. Ihr seid die ekelhaften Gegner, Alter. Wollt mich ja immer betatschen. Und die respawnen auch immer. Gut, dann ignoriere ich euch einfach mal. Ich weiß gar nicht... Oh lol, was ist denn jetzt hier? Sehen wir tatsächlich hier im Boski-Raum? Scheint mir so, ne? Was haben wir hier? Wenn wir das hier aktivieren? Ah, okay, ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen einfach hier drauf. Und jetzt das Classic-Zelda-Rätsel. Bam. 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 Und so werden alle Schalter aktiviert. Ich habe einen vergessen. Lel. Das ist natürlich jetzt nicht so positiv, ne? Ich sollte natürlich auch alle Schalter aktivieren, nicht nur 4. Aber es sind ja 5. Da ist nämlich noch einer. So. Zack, 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 zack. Watz und boom. Tür ist offen. Hammergeil, finde ich. Ich dachte jetzt... Oh Leute, guck mal da oben. Schnuggi, wie komme ich da hoch? Ah, guck mal da oben. Ah, ich muss da, glaube ich, muss da auch wieder raus, denn die Tür ist immer noch verschlossen. Gut. Gimme the boss key, gimme the boss key, gimme the boss key. Sehr gut. So. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Rufe den Kartenbildschirm auf, finde ihn und mach ihn den Gar aus. Guck mal, wie sie bemerken, dass ich ihren Boski gestohlen habe. Wie sie die Wichser bemerken. Ich glaube, habe ich eigentlich gegen die Dinger schon mal gekämpft? Das waren ja eigentlich die Dinger, die in der verwunschenen Bastion immer nach mir gesucht haben. Aber jetzt, dass ich auch kein Gegner sind. Und doch, die haben wir schon einmal besiegt. Als oben. Die verfurzten Gegner, diese hässlichen Pissgegner, die auch so aggressiv machen. Ihre hässlichen Schweinefressen, so hässlich. Bam! Wie sie schreien, Alter. Das ist schon sau brutal. Bam! Und die droppen diese geilen Ketten. Der lebt ja noch. Alter, willst du mich ficken? Du willst mich ficken? Ein Abgang. So. Die Tür oben ist offen. Stimmt, die war abgeschlossen. Habe ich gar nicht registriert. Ich dachte, die geht auf, wenn wir den Boss-Key öffnen. Aber jetzt können wir tatsächlich da hoch. Durch dieses wunderbare Tor, in dem wir einfach runterspringen. Ach so, Dachlink. Stück Scheiße. Mach doch mal was richtig, du Trottelkind, bitte. Bitte mach mich nicht schon wieder wütend, Link. Komm, bitte. Nein, nein. Ja, Freunde, jetzt geht's weiter. Und jetzt sind wir auch hier oben. Können wir wieder runter. Kein Problem. Hallo, meine lieben kleinen Kletten. Ihr seid mir jetzt sowas von Wumpe, denn ich hab den wunderbaren Schlüssel. Was mich noch mehr aufregt, dass ich tatsächlich Ton verpasst habe. Da ist eine und da ist eine. Die sind im selben Stockwerk, oder? Ne, sind sie nicht. Die sind im ersten Stockwerk. Dann weiß ich, was ich mache. Das wird nicht lange dauern. Keine Angst, es wird kein ewiges Backtracking jetzt geben. Machst du bitte den Propeller an? Und wie komme ich denn jetzt nach oben?
Warte mal. Ist das verbuggt? Oder... Nee, warte mal. So, zack. Zack. Zack, zack, zack. So einfach ist das. So, Bossraum. Wo war der nochmal? War der da? Ja, der war da. Okay. Da rein. Durch das magische Elixier. Zurück an den Anfang. Um dann letztendlich die Truhe auszuräumen. Ich bin gerade echt verwirrt, dass ich die nicht gefunden habe. Es kann nämlich sein, dass da echt gute Sachen drin sind. Muss man da mal eben so sagen. Weil wenn das Truhen sind, wo ich am Anfang nicht drankomme... Freunde, das ist... Backtracking wird in Zelda eigentlich immer belohnt. Müsst ihr wissen. Und hier ist der Anfangsraum. Im Erdgeschoss war jetzt hier noch nichts. Aber... Das ist auch nicht das Ziel. Ich würde mal einen Raum weitergehen. Genau hier nochmal höher zu kommen. Wenn ich jetzt hier im ersten Geschoss... Bam, mir angucke... Okay, alles klar. Gut, gut, gut. Ich weiß Bescheid, keine Angst. Zack, 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 zack. Einmal bitte nach oben und einmal umgucken. Ja, ich schaue mich mal noch ein bisschen um. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht lang dauern wird. Weil ich gerade logisch denke. Es kann nicht mehr lange dauern. Weil hier müsste jetzt eigentlich gleich schon was sein. Ja, wir sind gleich schon im Raum drin. Jetzt einfach nur das ranholen. Aufspringen, zurück und dann sind wir in dem Raum, wo eine Kiste sein soll. Bin mal gespannt, Alter. Die habe ich echt überhaupt nicht registriert. Ich glaube, ab dem Punkt hat man noch nicht den Kompass noch nicht. Ach, guck mal einer an. Da oben. Da konnten wir auch schon rein, nicht wahr? Wenn jetzt hier so eine Pflanze spawnt. Die wird zur Pflanze, das weiß ich noch. Die spawnt jetzt. Genau. So, da konnten wir schon rein. Ärgerlich. Das hätte ich mir holen können. Da wird deswegen auch nichts Gutes drin sein. Ach, fuck you. Deswegen auch nichts Gutes drin sein, weil man die einfach schon am Anfang holen konnte. Schade. Sehr, sehr schade. Hätte ich besser darauf achten sollen. Tut mir sorry. So. Kann ich nur Rubine, ne? Ja, okay. Q2. Okay. Kann ich mal kurz Q2? Oh, O2, nicht Q2. O2... Muss ich irgendwie nach oben kommen? Kein Problem für Linky Boy. Ihr könnt gerne vorspulen, falls ihr den Boss direkt sehen wollt. Aber ich wollte trotzdem nochmal eben die Kisten holen. Macht ihr das eigentlich? Mal so ganz gewöhnliche Umfrage mal eben. Wenn es jetzt darum geht, nehmen wir mal an, eine Legend of Zelda... Halt doch mal die Schnauze bitte. Ihr stört mich einfach. Ihr seid... Die unnötigsten Gegner, die ich je in Zelda gesehen habe. Das war eine Lüge, ich weiß, aber trotzdem. Wenn es bei euch im Zelda darum geht, Gebiete zu machen, seid ihr eigentlich Leute, die das zu 100% machen? Oder seid ihr eher von der Sorte, die so sagen, so... Nee, Mann. Ich mach das wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es auch nicht. Die Frage ist immer noch, what the fuck? Ich muss mit Sicherheit wieder zurück. Die Kiste ist nämlich ganz woanders. Denn das ist auch so eine Frage, die stelle ich mir halt oft, weil es gibt da viele Leute, die machen sich so immer so fest, so, ja komm, ich packe jetzt 100% in dem Game, was ich schön finde, denn ich bin auch einer, der Zelda schon gerne 100% macht, denn, keine Ahnung, ich sehe es nicht ganz so gerne so im Ganon-Kampf, dann plötzlich nicht alle Herzen zu haben, das sieht irgendwie unfertig aus. Wenn ich ehrlich bin, aber ja gut, das ist halt immer so eine Geschmackssache, ehrlich gesagt. Da oben muss ich hin. Lel. Da ist nämlich die nächste Kiste. Und die habe ich mir eben nicht geholt vorhin. Wo ich da hin konnte. Kann das sein? Hier war ich nicht? Nee. Weil ich die auch nicht offen öffnen konnte, weil die keine Dekonus hinkam. Ja, da muss ja aber was Cooles drin sein. Tatsächlich, guck mal, mit einer Animation. Leute, ich sag's euch, es lohnt sich immer zurückzulaufen.
denn da ist wieder eine Schatzkarte drin, die mir wahrscheinlich, wenn dann etwas richtig Gutes oder halt was verdammt Gutes, also somit ein Herzteil gibt, ich wäre mit beiden zufrieden. So. Stimmt, dann müssen wir nach oben. Denn jetzt geht's zurück vor die Bosstür und in den Bosskampf. Das Gute ist, wir haben immer noch unsere wunderbare Fee, Freunde. Ich habe direkt am Anfang des Parts daran gedacht, was somit eine wunderbare Entscheidung von Crypticon aka der beste Let's Player überhaupt war. Nein, das war jetzt Ironie. Das bin ich nämlich nicht. Denke ich mal. Wisst ihr was? Ich bin kurz davor, das euch zu cutten. Vielleicht cutte ich es euch. Falls ich es vergesse, dann nicht. Falls ich's weiß, dann habt ihr schon längst einen Cut gesehen. Bei den Kistensuchen auch. Also, ja. Keine Ahnung. Vielleicht cutte ich es, vielleicht nicht. Mal gucken. So. Ist da rein. Warum trifft mich das jetzt? Okay, ich cutte. Am Arsch. Ich habe mir entschieden, das Ganze zu cutten, da ich ewig noch gehangen habe, da zurückzukommen. Vielleicht sind ein paar Rage in den Cuts drin, aber mal gucken. Ja, so hier sind wir. So, und ich hatte auch gesagt, euch eine Frage gestellt, weil ich ja zu diesen Sachen hinterhergelaufen bin. Was macht ihr eigentlich so in Zelda Games? Spielt ihr die 100% oder nicht? Das war eigentlich so meine Grundfrage, denn das würde mich mal echt interessieren. Weil es ja bei vielen so eine Art Drang ist, auch bei mir, weil es fühlt sich schon irgendwie falsch an beim Ganon-Kampf. Da plötzlich nicht alle Herzen stehen zu haben, aber na gut. Das ist auch immer so eine Sache, die einem persönlich angeht, aber das ist jetzt nicht mehr Thema. Jetzt ist Thema. Wer ist derjenige, der den verbotenen Hain infiziert? Wir werden es herausfinden. Im Bosskampf. Da ist er. Baronus, um den geht's ja die ganze Zeit. Der ist ja hier reingestürzt. Guck mal. Da ist er. Oh, das sieht nicht gut aus. Komm da schnell raus. Ja, guck mal, Baronus. Oh nein! Fuck. Und da seht ihr es. Eine blinkende Batterieleiste rechts unten. Alter, holy Macaroni. Der Boss in diesem Dungeon. Brutal, Leute. Und ihr seht schon, was wir bei dem machen müssen. Wir müssen, aus dem Grund, dass der ja oben an diese geilen Tentakel hat, müssen wir einfach die abtrennen, damit er runterfällt. Maronus ist ein bisschen dumm gewesen, dass er sich tatsächlich auf den eingelassen hat. Aber ja gut. Er wurde wahrscheinlich eingefangen und unfreiwillig festgehalten. Bitte, Link, mach doch mal was richtig, du Arschgeburt. So. Ich muss sagen, vom Effekten her sieht der Boss verdammt geil aus. Diese HD-Effekte sehen so bombastisch aus. Bam, Alter, zack. Und jetzt ist halt, das sieht so geil aus. Und jetzt, bam, aufs Maul. Bam, bam. Lol. Das ging schnell. Alter, wie er mich ausgespuckt hat. Und wie er sich wieder ausbreitet. Eieieiei, bitte. Mach wieder alles weg, Link. Oh, verdammt. Und ja, ich habe noch die Fee, Freunde. Ich habe die Fee. Das ist sehr, sehr gut. Denn die Fee rettet mich auch, falls ich sterben sollte. Was, denke ich, nicht passieren wird. Aber falls ich sterben sollte, wird die mich retten. Also wird meinen Tod null und nichtig machen. Zack. Oh, es war's. Das war nicht der letzte. Da hinten sind noch zwei. Zack. Und jetzt Fall runter. Und bam, 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 bam. Fall zu Boden. Und das war's tatsächlich schon. Tja, Freunde, das war der Boss im verlassenen, verbotenen Hain. Und er ist befreit. Tja, dein Typ, der dich gefangen gehalten hat, war jetzt nicht der stärkste. Aber er liegt am Boden, Freunde. Was ein Sieg. Wunderbar. Hallo. Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir vielmals. Aber mir schwarz vor Augen wurde der Dach meiner Stunde abgeschlagen. Aber wie bin ich nur bisher gekommen, werter Freund?
Was? Ein Dekoblatt? Aber ja doch. Heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von ihr entkommen. Kein Problem. Aber vorher... Du hast einen Herzcontainer gefunden. Damit ist deine Energie um fucking 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Wunderbar. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen richtig miesen Cliffhanger, denn ich wende hier den Part bei diesem wunderbaren Geräusch. Denn unser Weg zurück ist frei. Maronus ist ready für die Zeremonie. Guck mal, kleiner Maronus oder Makoros oder wie der heißt. Und ja, nächstes Mal geht's genau hier weiter und dann werden wir gucken, was mit der Zeremonie jetzt Sache ist. Ich sag's euch, Freunde, es wird geil, denn es ist der Dekobaum, Freunde. Wir haben ihn befreit. Mal gucken, was wir dafür so gesagt bekommen werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr kriegt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda The Wind Waker. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao. Das war ein geiler Dungeon, ohne Witz. Haut rein. Guck mal, Link ist auch aus der Pose. Ciao.